Hallo und herzlich willkommen zurück zu Retroplay. Star Wars ist wieder unser Thema. Und nachdem wir jetzt den Rückschlag des Imperiums, naja, so ein bisschen zurückgeschlagen haben zumindest. Ich meine, ja, die Star Wars Fans wissen natürlich, aktuell ist die Lage äußerst unbefriedigend. Ja, ein zweiter Todesstern ist in Entstehung. Luke hat die Hand verloren. Han Solo ist im Carbonit eingefroren, aber trotzdem, jetzt gilt's, wir müssen den Todesstern zerstören. Schon wieder. Schon wieder, schon ganz wieder. Genau. Ein zweites Mal. Ja. Das heißt, dann schauen wir uns jetzt an das zweite Atari 2600 Star Wars Spiel, was erschienen ist. Und zwar diesmal im Jahr 1983, also ein Jahr später als das erste für den zweiten Film, also die fünfte Episode, also jedenfalls Return of the Jedi. Und das Ganze, ein spezifisches Szenario, und der Titel sagt es schon, Death Star Battle. Genau. Ja. Und Dennis, du hast die Verpackung falsch. Vorne rum ist richtig. Das ist eine, genau. Sehr schön. Genau, Death Star Battle. Es geht darum, den Todesstern zu zerstören in der Schlacht um Endor. Genau. Und es ist allerdings nicht dieser Flug in den Canyon, wie man aus dem Arcade-Spiel kennt, sondern es läuft etwas anders. Nichtsdestotrotz verspricht ein witziges Spiel zu werden. Auf jeden Fall. Ja, und auch wie das andere von Parker. Genau. Ja, Parker kennt man natürlich von... Wir haben Reaktor gespielt von Parker. Zum Beispiel. Und ich glaube, Monopoly war auch von Parker. Monopoly ist auch von Parker, genau. Genau. Gut, und dann würde ich sagen, dann versuchen wir doch mal, die Galaxis vom dunklen Imperium zu befreien und den Todesstern ein weiteres Mal zu vernichten. Jawohl. Und dabei, wie immer, viel Spaß. Viel Spaß damit. So, dann lass uns doch mal gucken, ob wir dem Todesstern besser gewachsen sind als den AT-ATs. Ja. Ja. Erstmal hier auch wieder eine schöne Verpackung, diesmal ganz rechteckig, klassisch, aber auch mit schönem Covermotiv. Und dann gucken wir doch mal rein. Und was sehen meine ermüdeten Augen? Eine Anleitung. Eine Anleitung, das andere hatte auch eine Anleitung, die hast du nur nicht. Ja, ja, natürlich, aber hier haben wir sie jetzt tatsächlich. Genau. Wieder in ganz vielen verschiedenen Sprachen, da können wir dann gleich mal gucken. Mhm. Und ansonsten auch mal hier sehr schön dieser Einleger, wo das Modul drinsteckt, wo man das jetzt rausnehmen kann. Genau. Return of the Jedi. Auch mit einem Bildchen drauf. Mhm. Sehr schön, ja. Ja. Ja, die Parker-Module waren alle recht schön gemacht und auch die Anleitungen sehen einfach immer ganz nett aus, ne, wenn man das hier mal sieht. Genau, grafisch sehr ansprechend. Hier steht auch One Player Used with Joystick Controller. Mhm. Okay, das heißt, ich kann jetzt gehen, ne? Du spielst das. Oder du. Oder wir beide. Na, wir spielen das beide. So, jetzt können wir nämlich auch mal, genau, die Game-Nummern. Diesmal gibt es allerdings nur zwei, das hätten wir vermutlich jetzt auch noch ohne Anleitung rausbekommen. Mhm. Und zwar einmal den Beginner und einmal den Advanced Level. Dann mache ich Beginner und Jan macht Advanced. War klar, genau. So. Wollen wir noch was über das Spiel wissen? Oder? Ja, guck doch. Also ich weiß nicht, ob die deutsche Anleitung eine gute Idee ist. Aber nee, vermutlich nicht. Aber wir können gerne mal gucken. Anweisungen auf Deutsch, um Gottes Willen, da geht es schon wieder los. So, das Spiel. Bevor Sie das Spiel mit dem Fire-Knopf beginnen, sehen Sie, dass die TIE Interceptor von Ihrem Schiff wegfliegen. Das ist eine super Idee auf Deutsch. Genau. Also, egal. Von Ihrem Chef wegfliegen in Richtung Death Star, um sich für die Schlacht umzugruppieren. Lies bitte auf Englisch. Bei Betätigung, na jetzt musst du da durch. Okay. Du hast gesagt Deutsch. Bei Betätigung des Fire-Knopfes erscheint der erste ihrer sechs Millennium-Falken in der Mitte des Bildschirms. Die übrigen Falken werden ganz unten angezeigt. So. Mhm. Versuchen Sie möglichst viele TIE, ich sag jetzt mal Fighter, abzuschießen, bevor Sie von diesem getroffen werden oder sich für einen neuen Angriff umgruppieren, und halten Sie nach dem Todesstrahl Ausschau. Puh.
Gelingt es ihnen, einige TIE-Fighter zu beseitigen, so finden sie Öffnungen im Energieschild des Death Star. Wenn das äußerste graue Energieband nicht mehr aktiv und eine Öffnung im Schild zu sehen ist, können sie ihr Raumschiff durch diese steuern. Mhm. So. Nun treten sie in den Hyperraum ein und nähern sich dem Todesstern. Benutzen sie ihren Laser und vernichten sie den Todesstern Stück für Stück, hüten sie sich aber vor dem Todesstrahl. Er verfolgt sie ständig und will ihr Raumschiff zerstören. Bevor sie auf den Energiekern zielen, versuchen sie, den Todesstern so weit wie möglich zu zerstören. Sie erhalten so mehr Bonuspunkte. Okay. Soweit, so einfach. Dann gibt es hier noch so ein paar Infos irgendwie zu den einzelnen Spielsequenzen, aber ich glaube, die schauen wir uns jetzt einfach an. Ja, legen wir einfach mal los. Du wolltest fortgeschritten machen und ich einfach, ne? So war das. fangen wir doch mal mit Anfänger an. Genau, so. Da sind wir auch schon. Genau. Eins wäre jetzt der, nee, ich sag jetzt mal, zwei ist der Beginner-Mode. Ne? Okay. Komm, ich drücke jetzt einfach mal Feuer und da sehen wir auch schon, es geht direkt aus der Titelsequenz los. Wunderbar. Und da ein, da ist ein Loch. Genau, da oben entstehen diese Löcher. Und, und ich bin im Hyperraum. Nicht schlecht. So, und jetzt muss ich den Todesstern abschießen. Ohne du meinst dieses franselige Etwas da oben. Ohne vom Death Ray, was ständig auf mich drauf schießt. Ist wahrscheinlich das da oben. Ah nee, da setzt er sich irgendwie zusammen. Ja, der setzt sich zusammen. Aber ich treffe nicht. Doch, jetzt. Ja, du musst ganz nicht ran. Ganz, Da ist der Todesstrahl. Cool. Jetzt bewegt er sich. Muss ich ihn erstmal von der Mitte weglocken, denn ich muss ja zum Energiekern. Da fliegen übrigens dauernd irgendwelche Gegner in dich rein. Ist das schlimm? Bisher nicht, aber jetzt schon. Die schießen. Das ist das Problem. Und den Death Ray darf man natürlich auch nicht. Au! Die Steuerung ist gar nicht so einfach. Ist wieder so ein bisschen gravitationsmäßig. Ja. So, locken wir erstmal den Death Ray hier rüber, dann durch und dann. Es dauert zu lange. Ah, weiter geht er nicht. Schauen wir mal, ob es da einen Trick gibt. Na? So. Und, schon. Ach, man kann auch schräg schießen. Ich sehe das Projektil so schlecht. Ja, quasi. Einfach immer feste drauf. Nie lange ein Ziel bieten. Und nicht in den und nicht in den Schuss der anderen. Und nicht in den. sich direkt unter dem Todesstrahl materialisiert. Das ist natürlich dann Abzug in der B-Note. Das ist ja schon nicht mal eben gemacht irgendwie da. Ja, Tonstern zu. Irgendwie. Ich habe ein Gefühl, was mein Fehler ist. Jan liest noch und währenddessen gucke ich mal, ob ich das nochmal hinkriege. Weil, ja genau, jetzt habe ich meinen Fehler nämlich verstanden. Immer dann, wenn ich nochmal Feuer drücke, dann stoppt nämlich mein Schuss. Ah. Das heißt, der erreicht sein Ziel nicht, weil ich schon wieder geschossen habe. Ah, okay. In der Ruhe liegt die Kraft. Wow, das muss man aber auch wissen. Ah, alles klar. Aha. So, das heißt. Gezielt schießen. Ja, das war ja bei vielen Atari 2600 Spielen so, dass du nicht einfach sinnlos machen konntest irgendwie, sondern. Jetzt nach einer Zeit fängt der Todesstrahl an, sich zu bewegen. Mhm. Au! Ja, das ist dieses Nachgleiten. Das macht es etwas schwer. Mhm. Und du musst dann immer drehen, ne? Ja. Ja, witzige Soundeffekte. Die Lüt. Ist ganz schön viel los hier. Ja.
Ja, aber ich nähere mich dem Kern. Also was ja besonders genial ist, die TIE Fighter, die da ankommen, die kommen ja wirklich aus dem Hintergrund, ne? Hm. Die werden richtig skaliert. Ah, zumindest teilweise. Ja, ja, hier. Schau das mal an, wenn die kommen. Ist nicht schlecht. Also da hat man sich echt ganz schön Mühe gemacht. Wow! Ich habe ihn getroffen. Oh. So. Was ist das denn noch? Das sieht ja geil aus. Ah, ich kann auch links, rechts raus, sehe ich gerade. Krass. So, jetzt explodiert's. Wahrscheinlich darf ich da nicht irgendwie reinkommen. Und der Todesstern ist explodiert. Boah, ey, das ist aber für ein 2600er Spiel mal ganz schön opulent, ey. Okay, nicht Jan, schlecht. Dann darfst du. Der Todesstern ist zerstört und da ist schon wieder neuer. Ja, ja, ich muss mal erstmal mit der Steuerung. Beziehungsweise, okay. Jetzt hast du keine Raumschiffe mehr, weil jetzt geht's wahrscheinlich einfach von vorne los. Na toll, ich muss mit einem Leben auskommen. Jetzt kommen da kommen Sterne. Die Sonne geht auch gerade auf. Ein Loch da. Genau, das Loch kommt nur dann, wenn du TIE Fighter zerstörst. Ach so. Also genau, jetzt. Und jetzt musst du warten, bis der Schild weg ist. Ah, okay, alles klar. Puh. So, dann probieren wir das nochmal mit ein bisschen mehr Leben. Mhm. Der Schild ist zerstört. Ich hab's verstanden. Ja. Ich guck derweil nochmal, ob ich noch irgendwelche klugen Ratschläge in der Anleitung finde. Ich kämpfe auch gerade mit der Gravitation. Verniedigen fand der Death Star. Ein Krieg jede Kanz um het Hedal von det Boze Bollwerk des Verlossen. Oh, das ist aber hier, da muss man erstmal üben. Wie hast du das so schnell da hochgeschafft? Ah, so. Genau. Ja, okay. Einfach. Ist ja ganz einfach. Fliegen. Spiele 1 und 2 werden automatisch alle 10.000 Punkte schwerer und zur gleichen Zeit bekommen sie einen Bonusfalken. Hm. Oh, und die Farben ihres Fernsehers können von denen... Ich habe ihn schon zerstört und bin gleichzeitig mit zerstört. Ja, aber das ging aber jetzt schnell. Ja, das ging schnell. Ich habe gar nicht... Guck ich einmal nicht hin, ich breche mir hier einen ab. Ein wichtiger Hinweis, die Farben Ihres Fernsehers können von denen in dieser Broschüre gezeigten abweichen. Dies wird durch den Fernsehempfänger verursacht und bedeutet nicht, dass die Kassette fehlerhaft ist. Die Kassette? Ja. Ja, hier steht ja auch draußen, es ist eine Videogame Cartridge, also Cassette de Jeux Vidéo. Warte mal, ich muss mal ganz kurz zum Todesstern fliegen. Ja, flieg mal. Das geht ja hier wie das Brezelbacken. Ja. So, und dann? So, und dann stelle ich mich jetzt einfach hier hin und mach so. Ja. Und dann möglichst bevor das Death Ray anfängt. Ja, das war jetzt diesmal nicht ganz so möglich. Oh, das ist, das genau, ist man gleitet zur letzten Sekunde da rein. Das ist nicht ganz einfach. Ja. Aber die Gegner hätten. Ja, jetzt haben sie geschossen. Jetzt haben sie mich doch mal erwischt. Boah, das ist echt. Puh. Nicht. Ich probiere das jetzt nochmal. Auf hart? Na klar, auf hart. Dann. Ja. Dann muss ich jetzt einmal resetten. Okay. Okay. So, dann bin ich mal gespannt auf hart, wie es da ist. Also zumindest irgendwie kommen gefühlt mehr von den Geräten. Ja, aber hallo. Oben, ich finde es ganz schön. Jetzt kann ich mal gucken. Oben beim Todesstern, da fliegen auch gerade irgendwelche Schiffe rein. So ganz klein. So eine Nettigkeit nebenbei. Ja. Also grafisch ist das echt super hier für ein 2600. Ah nee, der wird gerade zusammengesetzt, der wächst. Ach, das sieht man sogar, ja, tatsächlich. Ja. Also die bauen den gerade wahrscheinlich, wenn man zu lange braucht, ist der vollständig und dann schießt er oder so. Dann hat man wahrscheinlich verloren. So, jetzt durch. Jetzt ist wieder zu spät. Ja. Und was ist eigentlich dieses grüne Männchen? Das weiß ich nicht. Dieses Ampelmännchen oder was das da ist? Wow! Jetzt schießt sogar hier oben dieser Superstrahl auf mich von da hinten. Ja. Guck mal. Ah, jetzt ist er. Ah, genau. Das ist quasi der zweite Level in klein. Oh, das ist aber echt schwierig jetzt. Da muss man aber aufpassen. Vor allen Dingen bewegt er sich blitzschnell da hinten. Guck mal. Mhm. Also muss man aufpassen, dass man in der Mitte. Nein! Nicht so. Ja, das ist mal so dieses Nachrutschen. Ja. Wow. Komm, geh weg. Jetzt. Nein. Ah, Glück gehabt.
Ah, so, genau, zu Beginn des Spiels sehen Sie, wie sich der Death Star nach und nach aufbaut. Wenn er fertig ist, ist alles verloren. Der Todesstrahl wird dann voll funktionsfähig und zerstört ja, alle mal, ihre übrigen. Guck mal, wie schnell der Todesstrahl sich jetzt bewegt hier. Okay, das ist natürlich. Oh, das ist. Das ist jetzt richtig hart. Ja, Dennis, du auch nochmal. Um Gottes Willen. Denk dran, Schüsse ausfliegen lassen. Ja. Jetzt müsste doch mal langsam irgendwo ein Loch sein. Also dieses. Die Schiffe da reinkommen, ist echt klasse. Ja. Nee, wow. Ansonsten von den Grafisch Effekten her super. Sehr schön gemacht. Total super, echt. Also. Ja, so habe ich es eben auch gemacht. Und jetzt bewegt er sich erstmal nicht. Jetzt schon. Oh, ein bisschen auch fast durch. Ah! Au! Mist! Ah! Man kann da kaum abbremsen irgendwie, ja, ja. Ne? Also, dass man immer warten muss, bis der Schuss angekommen ist, das macht es echt extrem schwer, ne? Ja. Weil man halt echt geneigt ist, die ganze Zeit einfach zu schießen. Ja. Fragt sich, ob das technische oder wieder spielmechanische. Also das ist natürlich echt mies, wenn du genau unter dem Ding wieder. Ja. Oh. Also Advanced ist schon ja. Advanced. Ja, auf jeden Fall. Jo, aber ich finde, sehr schönes Spiel. Also ein sehr schönes Spiel. Ich habe es jetzt zum ersten Mal wirklich gespielt. Ich habe schon mehrere Videos gesehen, aber ich habe es jetzt wirklich zum ersten Mal gespielt und ich habe es selber noch nicht. Das werde ich jetzt demnächst sofort ändern. Weil das ich habe mal ein Atari-Spiel, was er ja nicht hat. Ich finde es echt klasse, wirklich. Also das ist sehr vielfältig. Die Grafik für 2000, also das ist hier, wenn man das mal sieht, ne? Schau mal, wie die Schiffe nach hinten verschwinden. Ja, so richtig 3D-Effekt also, und nicht nur toll. Eine Stufe. Sondern richtig mehrere. Toll, ja. Also richtig toll gemacht, diese ganzen verschiedenen Spielelemente. Genau. Hinten blinken super. Die Sterne und so, ja. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Das ist ein richtig tolles Spiel. Ja. Also wie ich finde, deutlich schöner als The Empire Strikes Back. Ja, kam auch 1983, glaube ich, oder kam es 83, so hast 82 du vorhin raus. Gesagt. Ja. Ich vergesse das schon, ich werde langsam alt, ich vergesse das schon wieder. Steht auch nicht drauf. Ja, ja. Okay. Ja, also. Und dann, das verheißt doch für das dritte Star Wars Spiel nur das Beste. Genau. Und dann sind wir doch mal sehr gespannt, wie das dritte Star Wars Spiel für den Atari 2600 aussieht. Aber das unbedingt anspielen, also lohnt sich auch heute noch richtig, macht richtig Spaß. Ja. Gut, alles dann klar. Bis zum nächsten bis Star Wars zum nächsten Spiel. Mal. Ad Astra. Tschüss. Dann los geht's. Starten. Genau. So. Okay, jetzt haben wir noch nichts gestartet. Das ist wieder das typische Atari 2600. Du kannst schon irgendwas bewegen, obwohl das Spiel noch gar nicht läuft irgendwie. Na, wir sehen, ich bin oben. So eine Art Grafik-Demo.